So, moin moin Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon White. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin, aber jetzt kann ich wenigstens, ja gut, Team ist geheilt. Wir sind das letzte Mal ein bisschen über Route, ich habe die Nummer vergessen, gefegt. Ich glaube Route 5 müsste das sein. Auf der Suche und in der Hoffnung, den Arena-Leiter zu finden. Aber ich glaube fast, dass wir da hier nicht viel finden werden. Hallo, Bell. Hi, guck mal, da ist ein Stein. Der leuchtet. Toll. Und hier Blitze und so und wilde Pokémon. Ne? Ja, tschüss. Bye, bye, Bell. Wilde Pokémon. Na, was haben wir dann hier? Ein Sedimantur. Wow. Toll. Brauchen wir das? Nee. Oh, aber wir könnten Evoli ein bisschen trinken. Nein, können wir nicht, weil wir keinen Attack haben. Ach Gott. Evoli, warum tust du uns das an? Schick mir mal Mike in den Kampf. Der darf auch noch ein bisschen leveln. Der ist erst Level 31. Eine Barriere oder Lichtschild oder Reflektor oder sowas in der Art. Erstmal mit Pflanzen. Wichtig. Weil Robustheit. Robustheit ist eine extrem nervige Fähigkeit. Quasi ein kostenloser Fokusgurt. Also man überlebt einen One-Hit-KO-Treffer und so, ne? Voll doof. Du hast doofe Ohren. So. Und meine Attacke geht natürlich daneben. Ja. Hallo Grasmixer. Muss der so kommen. Stimmt doch. Der Grasmixer. Mix dich durch. Schön. Oh, was ist denn mit meiner Stimme heute? Oh yeah. So. Darf ich hier weiter? Ich könnte theoretisch sogar hier weitergehen. Was geht denn ab? Oh, guck mal. Tentante, Viech, Kassadur, bla. Auch da kann Evoli nichts machen. Oh, das ist ja super. Ach Gott. Sehr effektiv gegen das Viech ist nur Kamm und Feuer. Ich besitze nur einen Typ von beiden. Bebek. Los zu Rokex. Das kann auch irgendwie sowas in der Art. Oder, oh, wahrscheinlich Eisenabwehr. Bäh. Igitt. Und da ist ein Pflanzen-Pokémon, kann ich es auch nicht bepflanzen. Mit Egelsamen. Und Eisenstacheln. Naja gut, das tut mir jetzt nicht so weh. Es sei denn natürlich, es macht 5 Treffer, wovon ich einfach... Okay, 3 Treffer, das geht ja noch. Yay, Überreste! Tada! Und nochmal Eisenstachelschaden. Oh Mann, ich könnte es mir auch einfach fangen, aber... Nee, ich brauche kein Kastadur. Tentantel ist an sich ein ganz nützliches Pokémon, aber... Nee. Das Viech braucht Zuchtattacken und die habe ich nicht, wenn ich wild fange. Außerdem will ich es nicht ins Team nehmen, weil ich nichts aus dem Team rausnehmen will. Haha. Ich habe mir im Übrigen immer noch keine Ratschläge geholt, was ich mit meinem Evoli machen soll. Ach Gott. Wir haben ganz viele tolle Items. Was ist das eigentlich? Oh, wir haben Mondstein. Schön. Ordnung hergestellt. So. Ein super Trank bitte für Zurokex. Dankeschön. Und zurück. Plonk. Wahrscheinlich komme ich irgendwo hier sowieso nicht weiter. Wilder Kampf. Aha. Du siehst aus, als hättest du eine Gitarre in der Hand. Gitarristin möchte kämpfen.
Sehr schön. Und sie hat eine Molga. Nicht sehr schön. Da kann ich nicht mal mit Sandwirbel arbeiten. Oh Mann. Und das Ding hat wahrscheinlich auch irgendwie sowas wie Statik oder so. Aber davon abgesehen ist es Level 30. Und setzt Elektro. Autsch, Ball ein. Ach Gott. Ja, los, Dummiesel. Das ist eigentlich eine doofe Idee. Dummiesel ist langsam wie Hulle. Und es setzt Doppelteam ein. Ach, fick dich doch, ey, Molga. Jetzt treffe ich doch nie mehr. Und ich habe immer noch keine treffsichere Attacke, sowas wie Aeroass oder so. Ja, wow. Au. Boom. Zack. Und Statik. Na, danke. Ladevorgang. Das heißt, nee, Schockwelle. Ach doch, ich könnte eine Schockwelle haben. Aber die habe ich keinem beigebracht, oder? Mache ich das Evoli-Viech einfach zu einem Blitzer und... Mann. Ach komm. Dummiesel, geh halt drauf. Ach Mann, was soll denn das im Holger? Du störst. Danke. So. Wat nu? Komm, probieren wir es mal. Hallo Lucario. Auch wenn es eben das eine wahrscheinlich eine Flugattacke war. Mimikry. Mist. Das wird daneben gegangen. Dann versuche ich es mal mit einem Kraftschub oder wie auch. Nee, nicht Kraftschub, Kraftwelle. Mann. Aua. Trifft doch einfach. Danke. Oh, das reicht nicht. Da. Los, Jake. Das schaffst du. Bin ich mir sicher. Nein, nein, nicht Sandwirbel, was trotzdem trifft. Okay. Los, Jake. Ruckzuckhieb. Auch wenn du sowieso schneller bist. Nee, bist du nicht. Hä? Oder du hast nicht getroffen. Fuck. Oh my god. Natural Light. Ach, noch eins. Hallo, Doppelteam. Ich hasse Emolga. Ich treffe nicht und es ist paralysiert. Toll. Ja! Ja, getroffen! Erfahrung! Bams! Sehr schön. Cool. Heilung, bitte. Nein, nicht Hypertrank. Beleber. Einmal für Dummiesel. Und einmal für Lucario. Und dann heilen wir alle nochmal ein bisschen. Evoli als erstes. Dummiesel und Lucario. Ich bin mal gespannt, wie weit wir hier in der Höhle kommen. Dürfte eigentlich nicht allzu weit sein. Moment, jetzt muss ich überlegen. Den nach da. Da oben das Item nehmen wir mit. Und den hier muss ich dann wahrscheinlich wohl oder übel nach unten schieben. Oh, ein Zapplerang. Nee, wie heißt die erste Stufe? Ich weiß es nicht. Ein Elektrofisch. Aalviech halt. Ich könnte natürlich auch drüber nachdenken, mir das Viech zu fangen. Aber ich will Evoli nicht aus dem Team nehmen. Ach, mal gucken. Nein, Evoli möchte nicht, dass ich es fange. Okay, Evoli, du hast gesprochen. Bums. Jawohl, ja.
Ich sehe es schon kommen am Ende. Oh, will haben. Ich mag das Viech. Ein WhatsApp-Vieh. Danke, Evoli. Autsch. Tschüss, Evoli. Ja, ich möchte gern weiterkämpfen. Ich möchte das Viech nach Möglichkeit sogar gern fangen. Los, Zappa. Womit versuche ich es denn? Ja, ich hätte einen Netzball, der würde das Viech hundertprozentig fangen, aber muss man damit. Sollte auch gehen. Flop. Plong, plong, plong. Yay! Da. WhatsApp wurde gefangen. Sehr schön. Süßes kleines Spinnchen-Pokémon. Ist auch interessant, dass alle Spinnen-Pokémon bei Pokémon... Spinnen-Pokémon bei Pokémon, ja. Interessant, dass alle Spinnen-Pokémon nur 4 Beine haben. Mehr nicht. Wie nenne ich es jetzt? Ja. Ich mach das mal ganz kreativ. Oder? Ja, komm. Ganz kreativ. Hallo, Volt. Hey, Volt. Wer sitzt jetzt? Achso, Iro Zorokex dürfte vorne sitzen. Hi. Hi. Du da, Arbeiter. Hi. Ihr wollt mich nicht durchlassen. Und da komme ich wahrscheinlich auch nicht durch. Gut. So viel zum Thema, wie weit kommen wir in dieser Höhle? Was mache ich denn jetzt mit, ja, komm, machen wir das hier. Magensäfte, okay. Ach, das war... Ha, ja, genau, das war ja Angeberei. Dann machen wir eine Kopfnuss. Das Vieh ist schneller als wir. Aua, und Käferbiss ist physisch. Wow. Ich mach doch einen Biss eher. So. Hau dich selbst. Nee, ich mach lieber irgendwas, was daneben geht. Ach, das ist nicht mal ein Biss, das ist eine Finte. Verdammt, ich hab doch eine Attacke, die immer trifft. Vergessen. Und noch ein Käferbiss. Aua. Aber wenn hier oben der Arena-Leiter-Typ nicht ist, dann habe ich keine Ahnung, wo ich den finde. Block. Tong. Ich sollte eventuell auch einen Schutz einsetzen, dann komme ich schneller zurück. Oh, Nasknet. Das ist cool. Das ist cool. Fange ich mir das jetzt? Nee. Aber ist cool, dass es das hier gibt. Und Flops. Oh, es ist ja doch noch am Leben. Ich setze eine Steinattacke ein. Felswurf, oder wie es heißt. Okay. Und trifft erstmal viermal. Ha, fange ich mir das jetzt oder lasse ich's? Mann, ich weiß nicht. Nee, Erfahrung ist Erfahrung. Tschüss, Nasknet. Ach ja. Hallo, Hochmut. Gut, dass ich jetzt weiß, dass es die Viecher hier gibt. Das ist nett, nett, nett. Mal ganz nebenbei angemerkt, ich finde es auch super, dass hier in Schwarz-Weiß 2 endlich Forscher eingebaut haben. Nein, die Möglichkeit gegeben haben, auch alte Pokémon zu treffen, also nicht aus der 5. Generation welche. Sowas wie Lucario und Evoli, Nasknet und Voltilam. Ist ganz cool.
und da steht ein Magnetilo, was ziemlich aufs Maul kriegen wird von Zorokex. Tada! Achso, der setzt irgendeinen X-Angriff-Spezial-Init-Gedöns ein. Ums! Wieso lebt das noch? Hat Magneton Robustheit? The Shitness? Aua! Uncool! Ach, fick dich. Sorry. Los, Mike. Regel das. Wäre natürlich jetzt eine perfekte Gelegenheit gewesen für Evoli, um ein bisschen XP abzustauben, aber das ist ja auch schon hinüber. Tada, dann muss ich es halt mega saugen. You suck. Gut. Bam, 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 bam. Autsch. Oh, noch ein wildes. Oh, WhatsApp. Aber WhatsApp ist Käfer gegen Pflanze und cool Flucht. Dankeschön. Und raus hier. Da ist ein Item. Meep, meep, meep. What's up? What's up? Ich muss küchen. Danke. So. Item. Was auch immer. Irgendein Medizins-Item. Schauen wir doch mal. Ein Hyperheiler. Nett. Nett. Kann man nehmen. Da sag ich nichts gegen. Und zack. So. Einmal die Elektrolythöhle erforscht. Aber damit würde ich sagen, was ist auch schon wieder von mir für heute. Bis denne und see ya.